Moin, wir möchten euch heute mal auf was hinweisen, was in einem Reisemobil ein absolut und echtes Problem darstellt. Das haben wir jetzt mal bei einem Kunden an leidlicher Erfahrung selber erlebt. Und hier haben wir jetzt ein relativ junges Fahrzeug und haben das schon wieder. Und das ist so langsam auch irgendwie ein bisschen nervig. Aber wir zeigen euch jetzt erstmal, worum es geht. Der Flo wird euch das jetzt mal ganz kurz zeigen. Und geht mal eben mit dem Licht dahin. Wir haben hier unten an dieser Stelle, da ist die Kabeldurchführung. Ne, geh mal eben da nochmal hin. Da ist die Kabeldurchführung nach unten unters Fahrzeug. So, und dann haben wir hier, Flo, gehst du mal einmal ganz kurz nach unten, dass man das sehen kann. Dann sieht man hier unten ganz hervorragend, wie das Kabel hier oben hochgeht. Und hier haben wir nämlich ganz genau unser Problem. Das Problem ist offensichtlich, dass die guten Mäuseviecher nämlich genau diesen Weg finden und ständig hier nach unten reinmarschieren. Und das sieht man hier. Wir haben nämlich hier hinten schon Mäusekacke im Fahrzeug. Und das ist das Größte und Übelste, was sich ein Wohnmobilfahrer erlauben kann oder auch vorstellen kann. Sobald wir nämlich Mäusekacke im Auto haben und also sprich die Mäuse durch das Fahrzeug laufen, das zeige ich euch gleich nochmal im Extremen, dann kann es fast den Tod für das Fahrzeug bedeuten. Und da erzähle ich jetzt keinen Scheiß. Gebt mir eine Sekunde, ich zeige euch das mal eben gerade, wie es aussieht, wenn es richtig extrem ist. So, hier geht es mal eben weiter. Das ist blöderweise natürlich ein Fahrzeug des gleichen Herstellers. Der ist schon zum Großteil auseinandergenommen worden, weil wir da einfach schon dabei sind, das in Ordnung zu bringen. Andere Seite, da haben wir hier genau das Gleiche. Und das war ein Durchgang für die Mäuseviecher. Hier waren sie wirklich so massiv drin. Man sieht es hier teilweise an den Stellen, alles voller Mauseköttel, teilweise richtig zerbissen alles. Ich zeige es auch gleich noch mal eben von drinnen. Eine Sekunde. So, nicht schön, aber leider ist es so. Hier kann man es jetzt sehr, sehr gut sehen. So sehen die Leitungen aus. Die Kabel sind zu einem Großteil von uns schon geflickt worden. Hier mussten wir wirklich die komplette Elektrik auseinanderbauen. Und das zieht sich hier leider durch das gesamte Fahrzeug in allen Richtungen. Überall haben wir hier, Flo, leuchte mal eben hier kurz rein, dann sieht man das auch noch mal eben. Überall haben wir hier diesen Mausverbiss und Mäusekot. Selbst hier oben hinter der Dusche, das Duschpanel haben wir rausgenommen. Da unten sieht man die zerfressenen Kabelstücke. Also das hat wirklich gar nicht geklappt. Das war natürlich jetzt richtig, richtig ärgerlich. Ich zeige noch mal die andere Seite hier. Auch hier überall waren die Mäuse unterwegs. Teilweise die Bretter richtig angefressen, alle Kabel richtig angefressen. Also das war schon wirklich extrem, extrem ärgerlich. Und aber gut, wir probieren das ganze Ding jetzt wieder hinzukriegen. Es ist ein mittelmäßiger Staatsakt, aber auch das wird klappen. Wir haben teilweise Bretter, damit man das mal sehen kann. Die sind so massiv von den Mäusen angefressen worden. Da schaut euch das mal an. Also wirklich da, das ist schon wirklich heftig. Wir werden das ganze Fahrzeug mit Ozon behandeln. Also komplett, da ist ein Ozongerät, was hier dann über mehrere Nächte drin steht. Und dann wird das ganze Fahrzeug mit Isopropanol wird das ausgewaschen und ja, Flo, da hast du die Spaßarbeiter dran. Wird noch witzig, ja. Wird noch wirklich witzig. Wo wir überall Maus gefunden haben, ist schon heftig. Und ich glaube, da habt ihr auch noch eine ganze Menge mit zu tun. Ne? Ist noch ein Stückchen Arbeit, ja. Ja, aber auch den kriegen wir wieder hin. Achtet bitte darauf, sobald ihr ein Wohnmobil habt, was tatsächlich den Stromanschluss von außen ins Fahrzeug hat, macht da etwas. Wir machen inzwischen Metallplatten zusätzlich dahin, die nur den Ausschnitt fürs Kabel haben, um einfach sicher zu gehen, dass die Viecher da nicht durchkommen, weil die kommen wirklich überall durch. Und in dem Fall war es jetzt so, die haben hier richtig gewütet. Eine Menge, Menge Arbeit, eine Menge, Menge Kosten. Und das einzig und allein für den Luxus, dass man das Kabel im Fahrzeug einstecken kann. Ich weiß nicht, ob das das Richtige ist, aber ihr wisst Bescheid. Guckt lieber rechtzeitig nach, sonst gibt es eine böse Überraschung. Alles Gute, Gruß aus dem Münsterland. Ich hoffe, wir konnten euch wieder einen kleinen Tipp geben. Bis dahin und tschüss.